Der Mann, den wir Ihnen jetzt vorstellen wollen, begeistert die Menschen vor allem in Hamburg und zwar gleich auf dreifache Weise. Mit Wasserfontänen, Licht und Musik. Hector González Pinault ist nämlich ein Meister der Wasserlichtorgel. In Platten und Blumen, Hamburgs grünem Herz, bringt er vor tausenden Besuchern Wasser zum Tanzen. Und nicht nur das, auch auf dem Tango-Parkett ist er mit ebenso viel Leidenschaft bei der Sache. Wasserfontänen lässt er tanzen, wenn er nicht gerade selbst tanzt. Für die Hamburger Wasserlichtorgel arrangierte er ein Tango-Programm, denn dieser Tanz ist seine Welt. Hector González Pinault ist Tanzlehrer. Und im Hamburger Park Planten und Blumen lässt er nun regelmäßig auch das Wasser nach lateinamerikanischen Rhythmen tanzen. Ich wurde gefragt, halt, ob ich Wasser spielen möchte hier. Und das hat mich sofort fasziniert, da ich die Anlage schon aus meiner Kindheit kenne. Und auch zu der Zeit als Tanzstudent, am Abends hier mich sehr oft aufgehalten habe und mich mit Freunden hier getroffen habe, mit Käse und Wein, und wir uns einen schönen Abend gemacht haben. Inzwischen ist er sogar künstlerischer Leiter an dieser Wasserlichtorgel. Viele wissen gar nicht, dass er und seine Mitarbeiter per Hand allabendlich Fontänen in den Himmel schicken und bunt beleuchten, im Takt der Musik. Wie man sich im Tango-Takt bewegt, das zeigt Hector González Pinault seinen Schülern. Hier ist seine Bühne. Okay, darf ich einmal? Hector, mit Wasser. Schau mal, ich nehme jetzt mal die andere Drehung einfach. Halt dann. Es mangelt auch nicht an Angeboten halt für zum Beispiel für Showtangos, die ich allerdings alle grundlegend ablege. Warum? Weil ich es viel, viel schöner finde, halt im Unterricht das zu präsentieren, beziehungsweise selber zu tanzen. Tango ist eher in meinem Verständnis ein Tanz, der nur dem Paar gehört und der gar nicht so gemacht ist halt für die Show. Das ist auch ein bisschen ähnlich wie in An der Wasserlichtorgel. Da gefällt mir diese Rolle des eigentlich anonymen Seins auch sehr. Weit weniger anonym begann seine Leidenschaft zum Tango. Sein Wunsch war es immer, Choreograf zu werden. Während des Tanzpädagogikstudiums in den 80ern weckte eine Kommilitonin sein Interesse für den Tanz. Sie gaben Workshops in der noch jungen Tango-Szene Hamburgs. Obwohl wir im Tango noch pure Anfänger waren, gleich ein Tanztheaterstück entstanden. Sein Publikum auf Volksfesten und auf der Straße. Mitte 20 war er damals. 5 Jahre später habe ich schon ans Aufhören gedacht. Aufhören heißt natürlich nicht, den Tanz an den Nagel zu hängen, aber diese besondere Art von Tanz halt schon mit zu bedenken, dass das irgendwann auch körperlich einfach nicht mehr geht. In der freien Tanzszene hatte er sich tänzerisch ausgelebt und ausprobiert. Klassisches Ballett, Folklore, zeitgenössischer Tanz, Flamenco und immer wieder Tango. In der freien Tanzszene kann man überleben, aber nicht mehr. Auch das war mit ein Grund, im Grunde wieder in den Lehrberuf zu gehen. Geregeltes Einkommen und tanzen können, eine gute Kombi. Das Publikum ein anderes, aber Wertschätzung erfährt er in den Kursen als Tanzlehrer ebenso. Immer aufmerksam zu seiner Partnerin, dass er auch sie ins rechte Licht setzt, obwohl er selber eben alleine auch sehr schön tanzt. Also ich fühle mich wohl in seinen Armen, ja. Er achtet nicht nur darauf, dass die Schritte irgendwie stimmen, sondern er achtet auf den Feinschliff. So nach dem Motto, ja, Rohdiamanten seid ihr alle. Dann beginnt die Arbeit des Tanzlehrers, für den der Tango einer der faszinierendsten Tänze ist, auch weil er die Möglichkeit bietet zu improvisieren. Man weiß nicht, was als nächstes passieren wird. Es gibt also keine Schrittkombinationen, die feststehen, sondern nur Möglichkeiten. Vielleicht hatte ja Hector González Pinault schon immer ein wenig den Tango im Blut. Auch wenn sein Vater zwar niemals Tango tanzte, er kam aus der Heimat des Tangos aus Lateinamerika, aus Uruguay. Mein Vater ist Seefahrer und auf einem Landgang in Hamburg hat er meine Mutter nach dem Weg gefragt. Meine Mutter hatte damals ein Blumengeschäft und dort hat er nach dem Weg gefragt und fand sie wohl ganz apart und kam dann halt später nochmal wieder und hat sie dann zum Essen eingeladen und so haben sie sich kennengelernt. Seine Schwester hatte sich nie für den Tango interessiert, aber einige seiner Cousins und Neffen tanzen auch. Seine große Familie hat der 48-Jährige in Uruguay besucht.
Familie wäre sehr groß geschrieben. Also ich bin dort halt das erste Mal als Erwachsener halt dort hingegangen bin, mit einer Wärme begegnet, die mir hier völlig fremd war. Und das hat mich ungeheuer begeistert. Daheim in Deutschland lebt er seine Begeisterung für den Tanz aus der Heimat seines Vaters. Er organisiert regelmäßig eine eigene Milonga, eine Tango-Tanzveranstaltung. Und seine wöchentliche Bühne ist das Tanzparkett, auf dem seine Tanzschüler lernen. Und sein Wunsch, Choreograf zu werden, ist auch irgendwie wahr geworden. Wenn er die Wasserfontänen in Hamburgs City Park zu Tango-Rhythmen tanzen lässt.